In der Kilburn-Kaserne sind viele Container aufgestellt worden. Es ist bekannt, dass hier Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern Zuflucht finden. Sie kommen aus Ladenburg und werden dann hier ihren neuen Wohnsitz haben. Die Familien sind schon teilweise hier, so 5 oder 6 Familien sind schon hier. Die nächsten kommen so Mitte nächster Woche. Es ist noch viel zu tun. Die Sanitärbereiche sind nur zu einem kleinen Teil benutzbar. Eine Küche ist fertig, die anderen Küchen werden zurzeit fertig gemacht. Sanitärräume sind schon zu benutzen. Die Toiletten, Männer- und Frauentoiletten sind schon da und auch Duschräume sind da, richtig schön dick beheizt. Aber übrige Geschichten sind noch längst nicht fertig und es wird bestimmt noch bis Mitte nächster Woche, bis das Gros der Familien ankommt, dauern. Aber dann, so hat mir die Bauleitung hier erzählt, sollte alles fertig sein. Die Familien werden allerdings einen langen Weg zurücklegen müssen von den Wohncontainern bis in den Sanitärbereich. Da wird sich noch ein bisschen was tun. Eine überdachte Geschichte wird hier dazwischen noch errichtet werden, sodass sie durch den Container spazieren können. Aber nichtsdestotrotz, der Weg ist sehr weit. Der Landtagsabgeordnete Manfred Kern ist natürlich auch hier vor Ort. Sie haben sich ziemlich schwer eingesetzt hier für diese ganze Geschichte. Was ist so Ihr Eindruck und wie geht's weiter? Also es ist der Eindruck einer Baustelle, wie man es ja auch sieht. Und im Moment bin ich ein bisschen enttäuscht, dass man nicht noch eine Woche gewartet hat, bis jetzt wenigstens einigermaßen fertig ist. Die Kinder müssen jetzt davon abgehalten werden, wenn sie zur Toilette laufen, das sind ja 90 Meter von da hinten hierher, dass sie nicht durch die Baustelle laufen, weil sie da gefährdet sind. Müssen sie außen rumlaufen. Da hoffen wir mal, dass es nachts nicht zu kalt ist und vielleicht auch nicht schneit, wenn die Kinder und auch die alten Leute da nachts im Freien zur Toilette laufen müssen. Und das ist etwas, was ich ganz unmöglich finde, muss ganz ehrlich sagen. Man hätte mit ein bisschen Aufwand auch den Kanal da hinten hinlegen können, dann hätte man da hinten sanitär an jedem Block, dieser Block, wo hier dann 60 Menschen drin leben sollen, hätte man überall einen Sanitärblock dran machen können. Ich bin der Meinung, das kann man auch jetzt noch tun und das fordere ich auch vom Kreis. Auf mich macht das Ganze einen ziemlich eingezäunten, eingefärchten Eindruck hier ringsherum. Drahtzäune überall und so? Ja, die Zäune, die wir hier sehen, die stammen noch von den Amerikanern und die hat man jetzt stehen gelassen, also aus Schutzgründen. Wir wissen nicht genau, wer vor wem geschützt werden soll. Und der vierte Zaun hier, den hat der Kreis extra aufgebaut, damit die Kinder davon abgehalten werden, diese wunderschöne Grünanlage zu betreten. Aber das geht nicht hier um Eigentumsrechte, sondern es geht nur um die Verkehrssicherungspflicht. Das heißt, wenn die Kinder draußen im Wald vom Baum fallen, macht es dem Kreis nichts aus. Aber wenn sie auf dem Gelände hier vom Baum fallen, dann wäre der Kreis verantwortlich. Deswegen macht man einen Zaun dazwischen. Noch ein Manfred ist hier und zwar Manfred Both von der Freiwilligenagentur in Schwetzingen. Manfred Both, Sie haben sich auch ganz arg eingesetzt, die ganze Freiwilligenagentur, und Sie koordinieren das so ein bisschen. Ja, wir haben uns schon von der Freiwilligenagentur dafür eingesetzt, dass auch zum Beispiel ein Asylarbeitskreis ins Leben gerufen werden konnte und ins Leben gerufen werden musste. Denn es ist wichtig, dass man die Interessen der Flüchtlinge auch entsprechend vertritt und dass man sich für ihre Bedürfnisse einsetzt und für das zumindest Notwendigste, damit sie auch vernünftig hier in diesem Wohnbereich leben können. Friedemann Vogel vom Arbeitskreis Asyl Ladenburg. Sie haben auch dort in Ladenburg schon die Bewohner betreut. Was kommen denn für Menschen jetzt hier nach Schwetzingen? Leute unterschiedlichster nationaler Herkunft, unterschiedlicher Sprachen und so weiter, aber alles fröhliche, freundliche Menschen, die teilweise schwere Schicksale haben, die vor Krieg, vor Tod und so weiter flüchten und hier schlichtweg eine Unterkunft suchen und teilweise auch einfach nur Wärme suchen. Die Menschen, die jetzt hier einziehen, sind teilweise natürlich der deutschen Sprache auch nicht mächtig. Da muss auch noch viel getan werden. Kinder müssen betreut werden. Was stellen Sie sich denn vor oder was wünschen Sie sich, was hier die hiesige Bevölkerung dazu tun kann? Ja, die Bevölkerung sollte ihre Verwaltung mit an die Hand nehmen und insbesondere für die Leute, für die Kinder insbesondere, Freizeitangebote schaffen, sollte einen Sprachunterricht gewährleisten, weil die Leute sind teilweise sehr lernwillig und auch unglaublich engagiert. Ich habe selber über ein halbes Jahr einen Deutschunterricht in Ladenburg geleitet und es ist unglaublich, was für Fortschritte die Leute machen, wenn man sie nur lässt und unterstützt. Duschen, nein, zu Hause duschen, nein, Toilette, nein, hier Kinder, kleine, Kinder krank, hier duschen, Kinder genug, zu Hause duschen, nein.